muss hier irgendwo sein, Mann. Wo kommt das her? Hört ihr das? Oh Mann, das ist doch scheiße laut mit dem Hubschrauber. Hier, hier ist was. Ach, guck mal. Ach, guck mal, Mann. Gott sei Dank. Was machst du denn hier so alleine? Hä? Ach, guck mal, ist das niedlich. Ja, wir sind ja jetzt bei dir. Brauchst nicht weinen, nein. Edelweiß für KF. Wir haben das Baby. Es lebt. Ja, klasse. Das freut mich. Wir fliegen zurück zur Basis. Guten Heimflug. Ja, guck mal. Ach, wie winzig. Ja, du brauchst nicht zu weinen. Ja, dir ist bestimmt ganz kalt, hä? Sag mal, wer ist so krank in der Birne und setzt hier am Seenbaby aus? Wenn der anonyme Anrufer sich nicht gemeldet hätte, dann wäre es wahrscheinlich erfroren. Wieso hat der Typ eigentlich nicht gleich versucht, das Kind selber zu retten? Vielleicht hat er eine Polizeiallergie. Oder er war es selbst, der das Kind ausgesetzt hat. Aber wenn er wollte, dass man das Kind findet, warum setzt das hier am See aus, wo es kein Arsch findet? Weiß ich nicht, Philipp. Meistens setzen sich auch die Mütter, die die Kinder aussetzen. Hauptsache, dieser Typ hat angerufen. Guck mal hier. Ein Amulett. Und das da? Sieht aus wie Blut. Sieht wirklich aus wie Blut. Hör auf, Hilfe. Marika Novak. Höchst seltsam. Robert, ich bin's. Check doch mal bitte in der vermissten Datei, ob es da eine Marika Novak gibt. Ja, Marika Novak. Moment. Bringt ihr das so schnell wie möglich in die KTU? Ja, alles klar. Eine Marika Novak, 25, wurde vor 7 Monaten von ihren Eltern als vermisst gemeldet. Sie war Sängerin am Deutschen Theater. Alles klar. Danke dir, Robert. Da wird das Kind von ihr sein. Und sie wird wahrscheinlich irgendwo gegen ihren Willen festgehalten. Sie muss gewusst haben, dass man ihr das Kind abnehmen wird. Es ist ein Junge. 3200 stramme Gramm. Der Kleine liegt jetzt im Wärmebett. Die Schwestern nennen ihn Moses. Er ist erst ein paar Stunden alt. Und so ein süßer kleiner Zwerg sollte alleine draußen auf dem See sterben. Die DNA-Analyse hat bestätigt, es ist das Baby der vermissten Marika Novak. Die Ärzte meinen, er wäre nicht fachgerecht entbunden worden. Boah, unvorstellbar. So eine Geburt in Gefangenschaft ohne Arzt. Hoffentlich lebt sie noch. Ja, und was sagt die KTU? Nicht viel. Wir haben nur einen unbekannten Fingerabdruck auf dem Amulett. Es muss eine Bedeutung für Marika Novak haben. Sonst hätte sie es doch nicht in den Korb gelegt. Korb und Decke sind auf jeden Fall Massenware. Mehr haben wir nicht. Außer diese kryptische Nachricht. Gebt eine Fahndung raus. Philipp ist schon bei dem Ehepaar Hermann, wo sie zur Untermiete gewohnt hat. Wir müssen wissen, wer der Vater des Kindes ist. Das könnte uns weiterbringen. Herr Kommissar, worum geht's? Es geht um Ihre ehemalige Untermieterin Marika Novak. Ja, haben Sie sie gefunden? Nein, leider nicht. Aber sie hat ein Baby geboren und wir vermuten, dass sie irgendwo an einem unbekannten Ort festgehalten wird. Marika war schwanger. Ja, davon haben wir überhaupt nichts gewusst. Was ist mit dem Baby? Das Baby wurde ausgesetzt und befindet sich derzeit im Krankenhaus. Wir müssen unbedingt herausfinden, wer der Vater ist. Haben Sie eine Idee? Ja, Marika hatte nie Männerbesuche und einen Freund hatte sie auch nicht. Und von einer Affäre habe ich auch nichts gewusst. Weiß Ihre Frau vielleicht mehr? Ist sie da? Ja, aber sie muss sich ausruhen. Hier geht's nicht so besonders. Ja, weil Yolanda ist schwer krank. Sie hat Krebs, sie wird nicht mehr lange leben. Das tut mir sehr leid. Ich habe ja auch schon alles erzählt, ja? Der Polizei, Marikas Eltern und an dem Brief von Marika, da haben wir überhaupt nie Zweifel gehabt. Was denn für ein Brief? Mit diesem Brief verabschiedete sich von den Eheleuten Hermann. Als Grund für ihre spontane Abreise gibt es ein Engagement in London an. Das hat sie auch ihren Eltern in der SMS geschrieben und der Intendantin vom Deutschen Theater. Da hat sie zuletzt ihr Engagement gehabt. Aber es gab kein Engagement in London. Warum hat sie das erzählt? Wegen der Schwangerschaft? Tja, ich habe keine Ahnung.
Alles, was wir wissen, ist, dass sie am 17. Juni um 14 Uhr das Haus der Hermanns verlassen hat und an den Bahnhof gefahren ist. Da war ihr Handy zuletzt eingeloggt. Aber eine Frau am Hauptbahnhof entführst du ja nicht so einfach. Sie muss ihren Entführer also eigentlich gekannt haben. Das stimmt. Da. Was steht hier? Das könnte ein Kreuz sein und das könnte das Zeichen für Unendlichkeit sein. Heute ist Vollmond, da schlafe ich wieder so scheiße. Ein ausgemalter Kreis. Das könnte das Zeichen für Vollmond sein. Dann würde hier stehen, Hilfe, sterbe bei Vollmond, bin auf dem Weg in die Unendlichkeit. Guck mal, Dani. Robert, wenn das stimmt, dann hat sie nur noch wenige Stunden zu leben. Es tut mir sehr leid, Sie stören zu müssen. Nicht tragisch. Im Grab liege ich bald noch lang genug. Ich werde für Marika beten, dass sie sie finden. Mir haben sie sehr ins Herz geschlossen. Mehr als alle anderen, die hier gewohnt haben. Ja, meine Frau und ich, wir vermieten öfter mal Zimmer an junge Künstler. Mhm. Wir beide arbeiten ja am Deutschen Theater. Jolanda ist für die Kostüme zuständig gewesen und ich leite die Requisite. Ach, dann waren Sie also auch beruflich viel mit Marika zusammen. Sagen Sie mal, eine so junge, attraktive Frau wie Marika, die muss doch einen Verehrer gehabt haben, beruflich oder privat. Einen heimlichen Verehrer hatte sie bestimmt. Aber Marika hat nur für die Kunst gelebt. Kein Schwarm, kein Flirt, gar nichts? Ich weiß nur, dass sie heimlich für unseren Star-Tenor Angelo Rossi geschwärmt hat. Ah. Wie alle Frauen. Aber der ist glücklich verheiratet. Vielleicht können Sie mir noch eine Frage beantworten. Gehört das Marika? Woher haben Sie das? Das lag im Korb, beim Baby. Ja, das ist von Marika. Das hat sie auf dem Flohmarkt gekauft. Okay, Sie haben mir sehr geholfen. Falls Ihnen noch irgendwas einfällt, hier ist meine Nummer drauf. Melden Sie sich jederzeit, ja? Alles Gute. Bleiben Sie sitzen. Ich bin raus. Danke. Ja, Michael, du bekommst gleich alle Infos. Lass uns erstmal direkt am Deutschen Theater treffen. Super, bis gleich. Schönen guten Tag. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Wir sind von der Kriminalpolizei. Naseband, mein Kollege Stehler. Hallo. Ich bin Juliane Rossi, ich bin die Intendantin des Hauses, mein Mann Angelo. Ja, es geht um Marika Novak. Die hatte hier ein Engagement bei Ihnen, ne? Das ist richtig, ja. Was ist mit Marika? Haben Sie sie gefunden? Das nicht, aber ihr Baby. Sie hat ein Baby? Ja, also, wir gehen davon aus, dass Frau Novak gefangen gehalten wird und das Baby auch in Gefangenschaft zur Welt gebracht hat. Es wurde ausgesetzt an einem See. Madonna mia. Es scheint Ihren Mann ganz schön mitzunehmen. Künstler haben sensible Seelen. Ach ja? Herr Rossi, Sie sind der Vater des Babys, richtig? Wir haben gegen unsere Gefühle angekämpft. Doch die Liebe hat gesiegt. Ich wusste nicht, dass Marika schwanger ist. Wie geht es dem Baby? Ja, soweit ganz gut. Es ist ein Junge. Und Bambino? Ich
Ich werde für Marika beten, dass die Polizei sie endlich findet. Ich liebe sie. Und bei so viel Liebe haben Sie nicht mehr versucht, Kontakt aufzunehmen? Warum haben Sie nicht einfach mal versucht, sie anzurufen? Naja, ich dachte, sie wäre wegen mir nach London gefahren. Und ich sollte mich entscheiden. Sonst nimmt sie sich ein anderes Engagement, hat sie gesagt. Ja und? Hätten Sie sich für sie entschieden? Nein. Aber ich bin für Marika und das Baby da. Wissen Sie, Herr Kommissar, ich bin meiner Frau so unendlich dankbar. Kann man nicht zwei Frauen lieben? Ja, kann man schon. Geht nur selten gut. Wusste Ihre Frau von der Affäre? Sagen Sie, Herr Rossi, wo waren Sie am 17. Juni, als Frau Nowak verschwunden ist? Das war ein Donnerstag. Werde ich jetzt etwa verdächtigt? Bitte beantworten Sie meine Frage. Zu Hause mit meiner Frau. Als Marikas SMS kam, da waren wir beim Essen und Juliane war total sauer, weil sie nicht wusste, woher sie so schnell Ersatz kriegen soll.